Hallöchen und willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Ja, wir sind immer noch auf der Insel Kila unterwegs, haben jetzt allerdings schon den Großteil erforscht. Und also hier den Bereich haben wir jetzt schon insgesamt erforscht, noch in dem geheimen Tal. Das ist ja, beziehungsweise verbotene Tal, ist ja nicht geheim. Da haben wir noch ein bisschen was erforscht. Hier unten haben wir noch ein bisschen am Strand was zu holen. Was wir untersuchen können. Ansonsten müssten wir eigentlich fast durch sein mit der Insel. Also wir haben jetzt wirklich den Großteil erforscht. Das geheime Tal ist jetzt der letzte Part, der noch fehlt. Und ich denke mal, es wird nicht mehr allzu viel kommen. Ich mache erstmal unten den Bereich, bevor ich jetzt wieder hochgehe. So viel dürfte ja auch nicht mehr sein. Gut gemacht, Mistvieh. Hol auf Zeit. Oh, das ist wieder so ein Schattenwächter. Ist das eine Höhle? Ne, sah nur so aus. Oh, ein Leviathan, das ich immer wieder sehe. Oh mein Gott, ich hab die Waffe weggesteckt. Ja, Schildi, jetzt kannst du auch wieder in Frieden leben, ne? Kam ja gleich aus dem Panzer rausgekrochen. Oh, das müsste jetzt hier vorne eigentlich der letzte Soldat der Margolot sein. Na, scheint so. Na, hallo. So, dann können wir jetzt theoretisch zu Shanti zurückgehen und mal schauen, ob sie uns jetzt hilft. Denn die hat ja gesagt, wir sollen uns erst um die Soldaten des Orakels kümmern. Beziehungsweise die Krieger des Orakels. Das müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Stand ja gerade da irgendwie Questerfolg. Ich vermute mal, das war dann der letzte. Ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Na, ich müsste jetzt eigentlich alles erforscht haben hier im Tal. Na, wir gehen erstmal hoch, mal schauen. Irgendwo lag vorne noch ein Stein rum, ein Teleportstein. Ich habe echt keine Ahnung, wo der war. Hab ich irgendwo liegen lassen. Verdammte Axt aber auch. Ich habe deinen Krieger Damaka gefunden. Er und seine Jungs weilen leider nicht mehr unter uns. Was soll das heißen, Gucho? Rede nicht so einen Unsinn. Na schön, dann verstehst du es vielleicht besser so. Damaka ist tot, Chani. Oh no.
Oh, no. Cara de Maquila. Damaka. Was soll ich nun tun? Du sagst, du musst die Soldaten des Orakels erledigen? Chi. Aber wie soll das geschehen? Meine stärksten Krieger sind du, Gucho. Du musst es tun. Du musst sie töten, bevor sie Eier legen. Die Zeit drängt. Die Soldaten des Orakels sind erledigt. Das sind gute Nachrichten, Gucho. Du kannst stolz auf dich sein, großer Krieger. Du hast dem Volke der Kieler einen großen Dienst erwiesen. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wenn du meine Hilfe immer noch brauchst, ich bin hier und werde für dich da sein, Gucho. Doch jetzt werde ich erst den Schutzzauber über unser Tal wirken. Es dauert nur einen Moment. Ist aber nicht der Hokuspokus. Also, würde ich auch gern können. So, das sollte reichen. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. Chi, Gucho. Sei dir meiner Hilfe gewiss. Wenn dein Geisterritual stattfindet, werde ich da sein. Du weißt doch gar nicht, was und wo. Ich weiß, was du vorhast, Gucho. Vertraue Chani. Ich werde da sein. Du allerdings musst zum Piratenschiff unten in der Bucht gehen und die Piraten dort auch in den Krieg gegen die Schatten schicken. Und wenn sie das nicht wollen? Die Piraten haben großen Respekt vor Chanis Zauberkraft. Drohe ihnen, dass ich sie in einem Kessel schmoren werde, wenn sie nicht helfen. Ein Versuch ist es wert. So, gehen wir noch ein bisschen auf Raubzug hier. Hallo, wer bist du denn? Mensch, altes Haus. Hallöchen, Kietland. Schön, dich kennenzulernen. Kietland tut, was er kann, um seine Seele zu reinigen. Okay. Nicht sehr gesprächig, der Kerl, aber naja, was soll's. Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Teleportationsstein war. Ich habe nämlich mir so gedacht, okay, töte ich erstmal den Gegner und sammle den dann ein. Und naja, offensichtlich habe ich es vergessen. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich ihn eingesammelt habe. Durchaus möglich, dass ich es vergessen habe. So, wir haben jetzt noch einen Quest offen. Nicht mehr wirklich viel. So, haben wir hier noch irgendwas? Taranis. Kina. Okay, da muss ich nochmal irgendwie mit wem sprechen. Okay, das heißt nur noch Taranis. Dann können wir jetzt theoretisch zum Schiff zurück teleportieren, beziehungsweise zum Piratenlager. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Oder vielleicht können wir es tatsächlich auch kaufen, denn es ist ja ein Händler. Hallo, Buddy. Was kannst du verkaufen? Da habe ich natürlich nicht aufgepasst, was ich hier brauche, verdammte Axt. Irgendein Monokel oder sowas war das doch, oder? Was denkst du über Miyamiti? Naja, eine Nacht mit ihr in einem der Wasserfässer könnte ich mir schon vorstellen. Ein Romantiker. Klar, ich weiß doch, wie man mit Frauen umgehen muss. Wir Piraten haben überall eine Braut sitzen. Also ich jetzt weniger, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Tja, irgendwie soll ich das einem Piraten abnehmen. Was kannst du verkaufen? Vielleicht gibt es das ja irgendwo, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube eigentlich nicht dran.
Tja, irgendwie komme ich ja noch nicht weiter. Naja, was soll's. Das muss erstmal warten. So, wir gehen jetzt mal zu Slim. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Naja, erstmal werde ich mir bei Buß einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir einen. Naja, schon verstanden. Ja, und sonst hat er noch gesagt, er würde jetzt jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Indem er einen säuft, oder was? Mach dir keine Sorgen um Buß. Das hat sich erledigt. Dann braucht Buß Sadeks Hilfe nicht mehr? Ich denke nicht. Gut. Sadek freut sich, bald wieder richtige Planken unter Füßen spüren zu können. Komm mit mir. Ich will dich in meiner Crew haben. Gut. Gucho hat ein Schiff? Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Willkommen an Bord. Gee, wenn Captain in See sticht, wird Sadek da sein. Genau, wir brauchen immer gute Kämpfer. So, wo ist denn Boos, die alte Schlüpfer? Hier steht was von einem gläsernen Schwert. Das habe ich schon. Da muss ich natürlich irgendwie die Piraten überzeugen, dass sie mir helfen. So hieß es doch. Aber ich habe jetzt keine Quest dafür bekommen, wenn ich das richtig sehe, dass ich die Piraten überzeugen soll. Wundenreißer. Ja, schauen wir mal auf die Karte, ob hier irgendwas zu sehen ist. Nee, offensichtlich nicht. Okay, also auch nicht hier. Ja, wenn ich jetzt lossegel, dann... Was haben wir hier noch? Moment. Ach, Jeremias Monokel. Wir können ja noch mal ganz kurz mit den Piraten hier quatschen, die hier so rumstehen. Ich könnte ihm ja auch mal einen überziehen. Wenn wir aufs Maul hauen oder sowas. Das wirkt ja meistens Wunder. Mia miti Tosheka. Glücklich. Die Sache mit Buß hast du ja prächtig hinbekommen. Nicht der Rede wert. Genau. Und darum bist du genau der Richtige für einen weiteren Gefallen. Seit wir hier vor Anker gegangen sind, gehen mir die Bräute, die Frauen der Eingeborenen, nicht mehr aus dem Kopf. Und da dachte ich mir so, Harry, dachte ich, dieser Neue, der kann dir da sicher unter die Arme greifen. Oh Mann. Wenn dir so viel daran liegt, kann ich mich ja mal nach einer Frau für dich umsehen. Echt? Klasse! Ja, aber jung und hübsch muss sie sein. In deiner Situation wäre ich nicht so wählerisch. Naja, ich meine ja nur, weil... Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Was hältst du von Miamiti? Die Perle der Südsee, die du hier angeschleppt hast? Genau die. Mit ihr einen Rum unter Palmen schlürfen. Tag und Nacht. Verwöhnt werden. Glaub mir, so läuft das mit ihr nicht. Dann hilf mir. Ich bin einfach zu schlecht im Süßholzraspeln. Kannst du mir nicht eine Blume oder so besorgen? Ach, Mensch, so eine, das ist bestimmt eine blaue Blume. Da fangen die Weiber sicher drauf ab. Zu
Zufälligerweise habe ich ja schon eine gefunden. Okay, ich besorg dir eine Blume. Aber du machst gefälligst den Rest. Abgemacht. Und was die Blume angeht, frag mal Cunningham. Kann zwar kaum einen Säbel halten, aber hat den Durchblick, was Pflanzen angeht. Hier hast du deine Blume. Jetzt geh und mach ihr den Hof. Danke, Alter. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Hier, das ist für dich. Du hast es dir verdient. Mein Beileid, mir, Marty. Unglaublich. Was kannst du verkaufen? Tja, so richtig geile Sachen hat er jetzt auch nicht im Angebot. Schade eigentlich. Ich hätte mal gedacht, dass ich mal irgendwie mal ein Upgrade für meine Klamotten finde, aber naja, ich finde die auch schon ganz cool. Würde ich auch ungern ablegen. So, was haben wir denn noch offen? Alte Erinnerung, das können wir dann gleich machen, wenn wir losgesegelt sind. Allerdings müssen wir erstmal gegen Sebastianos kämpfen und wahrscheinlich wieder gegen den Seeungeheuer. Ja, aber hier scheint tatsächlich nichts mehr offen zu sein. Na ja, gut, bevor wir jetzt zur nächsten Insel segeln, mache ich erstmal an dieser Stelle ein ganz kleines Päuschen, beziehungsweise wir machen das mal anders. Wir gehen mal zurück zum Schiff. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, mache ich. Hilfe, danke, Bones. Hilfe! Was ist los? Wer braucht Hilfe? Mollys Papa! In Höhle! Wenn ich bloß wüsste, wovon er da redet. Ist Pollys Papa wirklich dein Papa? Also ein Vogel? Saufkopf! Ach komm schon, jetzt tu nicht so, als wenn du mich nicht verstehst. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu Wünschst du dir nicht manchmal die alte Zeit wieder zurück? Meinst du die Zeit, als unser Vater ständig betrunken war? Oder meinst du die Jahre, als wir uns alleine durchschlagen mussten, weil er nie da war? Ich denke, es könnten ein paar weniger Probleme sein hier und da. Aber heute sind wir eindeutig besser dran. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine... Herr Bones, halt doch mal die Backen. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache es bringt was. Sieht so aus, als hätte ich einen guten Schamanen gefunden. Hiruto ist offensichtlich der Richtige, der mir helfen kann. Wunderbar. Dann machst du am besten, was er dir sagt. Er ist nun dein Arzt. Hau jetzt bloß nicht ab. Ich brauche deine Dienste noch. Wie schmeichelhaft. Danke für deine Hilfe bei der Sache mit den schwarzen Herzen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hilft dir etwas. Wenn du vollständige Genesung willst, wirst du nicht drum herum kommen, deinen Geist wiederzufinden. Ich werde dir so gut ich kann helfen, dein Ziel zu erreichen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Mann, Crew zu ich hab's doch jetzt verstanden, Bones. Seid einfach mal ruhig. Es ist eine Schande. Während meine Kameraden im Hinterland der Eisenbucht fielen, war ich auf der Fregatte. Eigentlich hätte ich mit ihnen sterben müssen. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Wir werden deine Kriegskunst noch brauchen. Ja, vielleicht. Danke für deine aufmunternden Worte. Trotzdem fühle ich mich manchmal wie ein Verräter, der seine Kameraden im Stich gelassen hat. Hör zu, ich habe mich nicht getäuscht. Da ist etwas. Und es folgt uns. Es ist immer da und lässt sich auch nicht abschütteln. Und du bist sicher, dass es nicht der fehlende Schlaf ist, ja? Ich sagte doch, keine Täuschung. Ich werde es weiter beobachten. Du wirst sehen, ich werde Recht behalten. Großes Schiff. Sehr gut. Sadek hat die richtige Entscheidung getroffen. Freut mich zu hören. Du wirst aber jetzt nicht den ganzen Tag nur saufen, oder? Ono. Sadek wird sich nützlich machen. Sadek wird dir Tränke geben, die dich Dinge sehend machen, die kein anderer sieht. Hier, schau. Dieser Trank bewirkt den Blick der Schatten. Kein Schattenwesen wird sich damit vor dir verbergen können.
Probiere ihn, wenn die Schatten drohen. Was wird, wenn das alles hier vorbei ist? Gute Frage. Ich gehe mich besaufen, schätze ich. So spricht ein wahrer Held. Unsinn. Das werden wir alle tun. Vermutlich, aber keiner glaubt so fest daran wie du, dass es auch so kommen wird. Und genau darum wird dein Plan auch aufgehen. Ja, aufmunternde Worte von Horas. Bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich erstmal ein ganz kleines Päuschen, denn es droht eine Seeschlacht in der nächsten Episode, vermute ich mal. Und ja, einfach wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titanlords. Und dann geht's hier locker flockig weiter in der Schlacht gegen Sebastianos und ein Seeungeheuer, vermute ich mal. Aber, wie gesagt, das muss warten, also einfach einschalten. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao, ciao.